Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Life. Unser Ziel ist es immer noch, alle Fahrzeuge bzw. Fortbewegungsmittel in Wobbly Life zu bekommen. Und unser aktuelles Ziel ist das Hoverboard. Dazu haben wir auch schon 2 von 4 Schriftrollen gesammelt. Guckt euch dazu gerne die letzte Folge an. Doch jetzt fehlen noch 2 weitere. Und um diese Schriftrollen zu bekommen, müssen wir in Höhlen rein. Und es kann sein, dass da unten die 3. von 4 Höhlen ist. Und somit auch eine weitere Schriftrolle. Dazu, warte mal. Oh ja, das Polizeiauto. Das haben wir auch letztens geholt. Sehr, sehr geiles Ding. Mit dem guten alten Turbo Boost. Okay, kein Problem. Aua, wir brauchen jetzt erstmal was zum Fliegen, oder? Nee. Ich muss sowieso da mit dem Boot hin. Ja, lass mal nach da unten. Wir fahren hier unten zum Strand. Da muss doch ein Boot sein. Turbo Boost. Oh, Vorsicht. Oh, nichts passiert. So, warte, hier unten ist noch Strand. Ja. Und da wäre auch ein Boot. Da ist eine Kanone. Ich hätte ganz gern vielleicht ein schnelleres Boot. Ein Jetski. Oh, das wäre ja mega. Es geht, Brudi. Ah, Jetski Race. Nee, ich nehme nur so das Jetski. Nice. Palermo. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nach da hinten fahren. Was ist das denn da alles da rechts? Ah ja, da ist eine Rakete. Haben wir die Rakete mal gestartet? Was war da? Aber nur gut, es gibt wichtigere Themen. Das Hoverboard. So, da ist die Höhle. Ja, Palermo packt kurz ein. Das wäre sogar ein bisschen gefährlich geworden. Oh, warte mal, können wir auch hier in der Höhle unsere Boots benutzen? Wahrscheinlich nicht. Die werden gleich deaktiviert. Oder? Ja. Was ist hier? Oh, guck mal, alte Aufzeichnung. Da haben sie die armen Kühe gejagt. Dann kam ein großer Feuerball. Okay, dann gehen wir hier. Kleines Jump and Run. Fallen die runter? Oh ja, es hört sich irgendwie an, als würden die runterkrachen. Ja, tun sie auch. So, bisschen Wasser. Ja, warte. Okay. Easy. Sind die ganze Zeit. Aber es ist auch knapp. Ich will ja nicht weggesprüht werden. Und der sprüht mir ein bisschen in die Fresse. Sag mal, wie viele davon gibt's denn? Oh, das ist der letzte. Kein Fehler, nicht zu voreilig. Jawohl. Okay. Hui. Und jetzt. Elegant. Direkt weiter. Jawohl. Oh, Paletto. Da ist schon die Schriftrolle. Und ein Geschenk. Au. Vor allem das Geschenk gibt Kohle. So. Jawohl. 3 von 4. Es fehlt jetzt nur noch ein weiteres Schriftstück. Und dann können wir den Tempel aktivieren. Also den Eingang zum Tempel. Oh Gott, das schaffe ich doch nie im Leben hier runter. Warte mal, kann ich vielleicht abkürzen? Jawohl. Let's go. So, hier wieder hoch. Ah ja, und dann können wir direkt... Oh, was ist das? Kann man das zerstören? Oh, Interact. Als ob. Guck mal, das war so ein Kerzenkopf. Und hui. Ach man, ich hab's doch festgehalten. Aber ey, das war cool mit dem Candle-Kopf-Ding. Wieder was Schönes freigeschaltet. So, diesmal, ich fasse das jetzt einfach nur an. Oh, geht los, geht los. Hui. Schneller. Und sowas habe ich auch noch nie gemacht. Beziehungsweise zählt das? Weil sowas ähnliches habe ich ja mal zusammen mit Kai Pflaume gemacht. Hier ein Clip. Let's go! So, Leute, ist ganz entspannt. Alles wunderbar. Daumen hoch und immer die Glocke aktivieren. So, ich glaube, die nächste, das ist das da oben. Da bräuchten wir jetzt allerdings einen Untersatz, der fliegen kann. Den finden wir vielleicht auf der Insel. Schwierig. Vor allen Dingen sehen wir jetzt hier gerade aktuell mal so gar nichts. Und hier gibt es hauptsächlich, naja, man könnte vielleicht mit ein bisschen Glück, finden wir hier ein Wasserflugzeug. Da ist eine Kanone. Die Kanone, wollen wir die mal mit Glück ausprobieren? Oh! So viel dazu zu Glück. Ach, guck mal, da steht auch sogar unser Auto noch. So, guck mal hier. The Wobbly Life Marina. Es gibt hier, glaube ich, auch noch irgendein anderes Secret. Auch mit so einer gigantischen Krabbe. Oh, Vorsicht. Boah, ich hatte Angst, dass wir jetzt exploden. So, einmal nach oben. Ja.
Muss dann einmal die Kamera so komisch drehen. Und guck mal, schon wieder Zugfolge, Zugfolge. Okay, Paletto, jetzt nichts Riskantes. Wir fliegen hier rüber. Und das ist auch die... Ja, du bist, glaube ich, ein bisschen nach rechts. Warum muss es immer so... Oh, guck mal, das... Alter, du siehst den Berg viel zu spät. Wir müssen auch viel höher. Ja. Müssten wir nicht auch irgendwann über den Wolken sein? Über den Wolken. Ei, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Ja, ich glaube, da... Wir werden es probieren. Oh... Nein! Oh, Gott sei Dank. Danke, Wobbly Life. Okay, warte mal. Kann ich... Oh, ja. Perfekt. Oh, ich glaube, das ist wirklich die letzte. Ich bleib mal hier stehen. Okay, hallo. Oh, eine Bombe? Muss ich die mitnehmen? Ich nehme die Bombe mit. Ja, ich habe die Bombe. Muss ich die hier reinfallen lassen? Oh, Alter. Junge, das war ein richtig guter Treffer. Oh, oh Gott. Explosion, oh. Muss ich noch eine mitnehmen? Oh nee, habe ich, glaube ich, gerade einen Riss. Da ist ein Riss. Oh, nein. Oh, alles gut. Ja, kommt der nochmal zurück? Ah, er kommt zurück. Okay. So, warte mal. Ich halte nur den fest. Ja, sehr gut. Mit einer Hand. Das war auf jeden Fall ein guter... Oh, First Try. Da sind wieder Bomben. Die müssen wir wahrscheinlich wieder mitnehmen. Zack. So, einmal eine Bombe. Hier. Okay. Im richtigen Moment. Jetzt. Oh, Alter, Explosions können wir, oder? Da gab es schon wieder. So, das müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal machen. Bis dieser Riss hier komplett aufgesprengt wurde. Okay, Bombenexperte Paletto, der macht das. Das ist gar kein Problem für ihn. So, nochmal Bombe. Zack. Ja, oh, ja. Und, ha, wir wackeln ziemlich. Nein! Ist offen, war geplant. Kleiner Paletto-Spaß, hey. So. Was haben wir denn hier aufgesprengt? Ein Tor zur Hölle? Schöne Rubinos. Oder? Ist doch so rot, sind Rubine. Jawohl, wir haben 4 von 4. Sehr geil. Und jetzt müssen wir wieder in den Dschungel. Warte mal, können wir hier irgendwie was mitnehmen? Oh, warte. Ah. Okay, ich dachte hier hinter. Warte, das sieht aber auch so aus, als wäre hier was. Ist hier eine Spitzhacke? Nee. Vielleicht könnte man... Ja, eine Bombe kriegt man nicht weit genug. Ah, warte mal. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier aufgeht. Ah ja, zack. Jawohl! Ja, davon konnte man wahrscheinlich auch alle 4 mitnehmen. Aber das lohnt sich jetzt für uns auch gar nicht, weil wir gehen ja direkt zu diesem Archäologen. Oh, Sonne ist auch wieder am Start. Also zum Dschungel. Der ist jetzt hier, glaube ich, sogar fast... Ja, neben uns. Ah, ich glaube hier vorne. Oh, lass mal gucken. Schaffen wir das? Warte. Oh, das wäre cool. Oha! Ey, das war eine wirklich gute Landung. Wenn ich es jetzt schaffe, hier dann auch so auszusteigen, dass ich nicht ertrinke. Geil. Jetzt müssen wir uns kurz durch den Dschungel kämpfen. Ich glaube, da hinten war es. Ja, der Tempel muss es eigentlich sein. Halli, hopp. Ah, hallo. Jawohl. Wir können die Tür öffnen. Oh nein, wir brauchen noch ein Item. Ein Hut? Was für ein Hut denn? In der Nähe der riesigen Wobbly-Statue. Ah ja, okay, er markiert uns das Ganze. Oh, Junge. Okay, Paletto. So, wo hat das markiert? Ist es hier oben? Ah ja. Okay, dann können wir... Fliegen würde ich jetzt vielleicht gar nicht. Weil das wäre, glaube ich, eher um die City zu verlassen. Ah ja, hier ist sogar auch ein Auto. Moin, ich brauche einmal. Danke! Okay, ist sogar niemand da. Chillig. Dann fahren wir einmal schnell über die Insel und holen uns noch irgendeinen komischen... Oh! Hut. Ja. Ah, warte. Hier rechts. Hier ist irgendwas. Oh ja, müssen wir hier... Oh! War das richtig? Aua. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall ziemlich alt aus. Da ist das ein Goldschatz. Oh, Krokodile. Alter. Das ist ja geil. Kann ich meine Schuhe... Ah, meine Schuhe kann ich nicht benutzen. Ich glaube, wir müssen auf den Krokodilen, aber vielleicht nicht. Hallo, danke. Whoop. Oh, nee. Nein. Oh Gott, kann man das Krokodil sehen? Oh ja, das schwimmt es.
Boah, ich dachte, der würde kurzzeitig nach uns schnappen oder so. Okay, so. Speedrun jetzt. Zack. Whoop. Ja, dann gehen wir hier längs. Zack. Sehr nice. Oh, warte. Was ist das? Stopp. Achso, das war ein... ist da hinten auch noch irgendwas? Nein, warum fällst du denn da immer runter? Aber egal, das gibt uns die Möglichkeit, auch noch auf der anderen Seite zu gucken. Hier ist nix, ne. So. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung. Oh, oh. Kommt da ein Kroko? Oh, das könnte eine ganz knappe Geschichte werden. Sprung. Ah ja, okay. Sehr nice. Und rüber. So, wo ist mein Hut? Ich habe ihn mir jetzt wirklich hart erarbeitet. Oh, hallo. Guten Tag. Was bringt dich hier nach unten, junger Wobbly Mobbly? Ja, ein Hut. Ja, ja, Steve, der wollte, dass ich hier so einen Hut finde. Haben wir nicht sowas Ähnliches gefunden? Oh. Alter. Ja, ich nehme ihn mit. Vielen Dank. Die Frage ist, schaffe ich es ihn... Oh, na, oh, warte. Ich packe den Hut hier. Warum kann ich den denn nicht auf den Kopf setzen? Oh, was ist es? 2 Geschenke. Nice one. Das ist cool. Ich hätte zwar auch gerne... Oh, warte mal. Den legen wir mal hier hin. Hier ist ja auch noch was. Zack. Und nochmal Geschenke. Nice. Wir haben 65 von 109. Es fehlen aber noch richtig viele. Warte mal, lohnt sich das hier, die Sachen kaputt zu machen? Nee. Hier ist nichts drin. Was ist das jetzt hier? Was soll das? Oh. Nein, was ist das denn? Warum wurde ich denn da so runtergeschoben? So, hallo, da bin ich wieder. Ich brauche nochmal den zweiten Hut. So, da bin ich wieder, Leute. Ja, sehr nice. Und guter Sprung. So, okay. Halte ich einfach fest, Paletto. Ja, hier so ein paar Stromschnellen. Die können mir ja gar nichts anhaben. Okay, wir müssen im... Oh, es dreht sich. Wir müssen dann im richtigen Moment wieder abspringen, oder was? Ja, wartet. Noch nicht. Jetzt. Okay, wir haben es geschafft. Hier ist ein Fahrstuhl, aber vorher die Geschenke. Oh. Jawohl. Oh, guck mal, ein Froschhut. Auch sehr nice. Whoop. Okay, ist nichts drin. Dann nehmen wir den und einmal bitte ab nach unten. Boop. Oh, oder vielleicht auch einfach nach oben. Oh, schick hier. Ist hier noch irgendein... Da sehe ich keine Geschenke. Oh, Alter. Ah, chillig. Hier kann man das reintun. Oh, ich wurde direkt vom Blitz getroffen. Och, bitte. Bitte, liebe Blitze. Ich habe wirklich nichts gemacht. Vor allem, ich gehe 2 Zentimeter raus und kassiere direkt Blitz. Hallo? Entschuldigung? Ja, hier ist der Hut. Oh, guck mal, hier so eine richtige, so eine kleine Bilder-Zwischensequenz. Er guckt sich das an. Jo, Brudi, ich habe die Krone. Oh, danke. Oh. Yay! Und? Tada! Die Krone des Königs. Und der Sarkophag öffnet sich. Oh, guck mal, und wieder. Alter, wir kriegen echt viele Items. So, und jetzt gehen wir rein, oder was? Worauf wartest du? Lass uns runter. Okay. Oh, das ist sogar jetzt so ein richtiges Dungeon. Okay, das ist das erste Rätsel. Ich hasse Rätsel. Ich bin immer zu doof für Rätsel. Oh. Ein Geschenk? Alter! Okay, so, warte mal. Kann ich hier irgendwas drehen? Ah, Sonne. 2000 Jahre später. Okay, das Ding ist, man muss wohl die Krone... Ja, ich brauche die Krone! Die hätte ich wahrscheinlich da bei dem einen aufziehen müssen. Oh, Mann! Warte, oh, ah! Okay, die wussten, dass es Trottel wie Paletto gibt. Guck mal, Alter. Wir sind der Auserwählte. Oh. Ja, ja, damit kann man irgendwie so Sonnenenergie oder irgendwas richtig krass ballern. So funktioniert, so macht das Rätsel da unten auch irgendwie Sinn. Weiß jetzt nicht ganz genau, muss ich hier Activate Head. Oh ja, aufgeladen. Ja, dann hier einmal aufladen.
Ja, zweiten aufgeladen. Jawohl. Und er hier noch. Alle aufgeladen. Oh ja. Und jetzt? Komisch. Ach, warte mal, hier sind ja überall Bilder drauf. Okay, warte mal. Schlafen? Da ist die. Ja, warte mal. Das ist als erstes. Die Sonne geht auf. Zack. Dann ist die Sonne. Dann steht die Sonne über einem, so um 12. Ja. Dann geht sie langsam unter. Und dann ist sie untergegangen und man ist mies am Schlafen. Jetzt? Jawoll! Easy. Oh. Einfach durch! Zack, zack und weiter. Also ich muss ja zugeben, was Rätsel manchmal angeht, bin ich echt ein bisschen... Ich achte da, ich denke, oh, komm, ich aktiviere einfach alle. Activate. Ja, aber erstmal müssen wir hier gucken. Jawohl, wieder ein Geschenk. Oh, eine Brustplatte. Zack. Warte, jetzt nochmal schnell den hier, dass die zeitgleich activated sind. Ah ja, oh. Oh, so, nein! Okay, ich muss schlau genug und schnell genug sein. Ja, sehr nice. Perfekt. Okay, es geht jetzt hier. Ja, das kann ich mir überhaupt nicht merken. Ja, oh Mann! Palermo! Warte mal, was ist denn, wenn ich nur eine Seite aktiviere? Kann ich denn von hier hinten das wieder aktivieren? Weil, guck mal, das ist jetzt mein Problem. Guck mal, jetzt geht das so zurück. Ah, guck mal, man kann das auch nochmal aktivieren. Oh ja, 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 ja. Okay, so. Jetzt macht er das nämlich nochmal die Seite. Oh, die Seite geht aber nicht weiter. Muss ich dann... Ah, warte mal, ich glaube, ich kann hier... Ja, ja, die Seite kann ich dann auch noch aktivieren. Zack, perfekt. So, dann müsste er nämlich jetzt hier auch gleich mit anfangen. Ja, er zeigt hier. Easy, 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 easy. So, geht wieder weg. Und Schuss. Cool, okay, das war auch wieder ein... Ich weiß, das sind Dummkopf-Rätsel, aber... Junge, ich bin halt ein Dummkopf. Oh Gott, warte mal, das will ich jetzt eigentlich nicht riskieren, so. Der wird nochmal reingegönnt. Wenn er mir jetzt hier nochmal zeigt... Oh, oh, wie komme ich denn daran? Ja, ich muss eigentlich auf die andere Seite schon fast. Warte mal, ich muss mal wieder zurück. Ja. Oh, nein, was? Okay. Und er hat doch jetzt, hier konnte ich doch geradeaus durchlaufen, oder nicht? Das habe ich doch das eine Mal gesehen. Und da war, glaube ich, dass ich hier einfach rechts weitergehen kann. Ja, okay, perfekt. Und wir haben es geschafft. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. So, kurz durch die Spinnies, die jetzt aber glücklicherweise nicht wirklich so angsteinflößend waren. Oh, was ist jetzt hier los? Bisschen Wasser. Oh, hier, guck mal, warte mal. Zack. Oh, dann geht das nach oben, okay. Dann muss ich mich da vorne hinstellen und dann das anschießen. Weil der wird auch gleich wahrscheinlich seine Power wieder verlieren. So. Also, dann erstmal den. Und wenn wir da oben drauf sind, müssen wir wahrscheinlich... Ah ja. Den. Und der müsste dann den nächsten aktivieren. Ja, top. Dann müssen wir direkt den nächsten... Da ist einer. Zack, der aktiviert. Nice one. Nicht zu sehr fallen. Oh, oh. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ich sehe ihn nicht. Da. Okay. Wo geht der hoch? Oh nein, der geht hier schon runter. Hä? Oh nein, da rechts wäre er gewesen. Hä? Nee. Warum wurde der denn nochmal aktiviert? Oh, warte mal. Hier müssen wir erstmal... Es wäre schade, wenn wir den nicht mitnehmen.
Zack, noch schön den Helm. So, auf ein neues. Monk. Dann der hier. Wupp. Oh ja. So, jetzt haben wir den letzten hier. Und jetzt sollten wir einfach schon springen können, oder? Ja. Und alle hopp. Sehr gut. Was tut man nicht alles für das geile Hoverboard? Hallo. Oh, jetzt geht's nach unten. Es geht nicht weiter nach in die Tiefe. Was ist das? Es ist das Hoverboard. Geil. Aber wir müssen hier... Als ob, wir müssen erstmal das Rennen hier gewinnen. Und los. Das ist ja cool. Oh, warte mal, kann ich damit springen? Alter, das ist echt richtig cool gemacht. Also das muss man auch ganz ehrlich den Leuten von Wobbly Life lassen. Sie schaffen es schon echt gut. Also sie entwickeln das Spiel stetig weiter. Es gibt ständig neue Sachen. Jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen, aber die Updates, die sie bringen, die sind irgendwie immer, weiß ich, mit Liebe gemacht. Es ist immer cooler Kram. Also, weil die hätten ja schon längst sagen können, okay, das Game ist fertig, wir haben jetzt genügend Sachen hinzugefügt. Also, finde ich einfach sehr nice. Ich hoffe, sie machen auch noch weiter. Weil ich kann wirklich, ganz ehrlich, jedem nur das Spiel ans Herz legen. Auch egal, ob ihr, wie alt ihr seid. Also, ich finde, das Spiel macht einfach Spaß. Klar, es ist eher kindlich orientiert, aber so junge Hoverboard ist immer geil. So, hier nach links. Easy. Oh, jetzt wird es hier vielleicht ein bisschen dirty. Also ich kann auf Leertaste, kann ich auch nicht von alleine springen. Also das ist nicht möglich. Oh! So, Vorsicht. Und? Sind wir da? Aua! Kurz mal durch die Spinnen weben. Und das sieht doch aus wie eine Zielflagge. Jawoll! Job completed? Aber ich bin... Oh! Jawoll. Du hast bewiesen, dass du praktisch es wert bist. Jetzt geben sie uns ihre krasse Technologie. Geil. Und wir haben es freigeschaltet. Oh, können wir hier noch irgendwas klauen, freischalten oder sonst? Nee. Batz. Geil. Ab dafür. Junge, das war ein sehr, sehr langes Rätsel. Geil, wir haben es tatsächlich geschafft. Und da gab es auch noch einen coolen Erfolg. Und das ist jetzt das Auto, also dieses Hoverboard kann ich mir jetzt immer sozusagen als Auto holen? Oder wie läuft das? Müsste mal gucken, warte mal. Ich kann ja kurz rausgehen, save and exit. Und dann spawnen wir, wenn wir gleich nochmal reinjoinen. So, hallo, bin wieder zu Hause. Und jetzt hier, Hoverboard. Tatsächlich. Yeah, nice one. Ah, das ist cool. Ganz easy, ganz locker, Paleno. Einfach, ah, das ist schon geil. Es ist auch echt schnell, fährt sich sehr gut. Ist wirklich was, mit dem ich durch die Stadt fahren würde, weil man kann es auch echt gut steuern. So, ab auf Rummel. Denn, Leute, aua. Denn ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben das Hoverboard endlich gefunden, bekommen. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne ein Like rein. Schaut wie immer gerne auf Paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten haben wollt, inklusive Open, den ich anfahrt. Au! Inklusive persönlich von mir unterschriebenen Autogrammkarte. Und danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.